Frank Vogel. Wir treffen uns hier auf dem Street Force Day in Düsseldorf 2024 in einer Top-Location. Hinter dir ist ein Zirkuszelt, da ist auch eine super Manege, wo die Screenings stattfinden. Welche Erinnerung verbindest du mit Zirkus? Also ich denke immer an die erste Erinnerung, also die ich habe, da muss ich 3 Jahre gewesen sein und tatsächlich waren das die Elefanten. Also das gibt es ja heute so im Zirkus im Grunde nicht mehr, ist auch gut so, aber ich habe tatsächlich eine Erinnerung an Elefanten und zwar war das sogar danach noch, dass du da draufsteigen durftest. So, man hat mich da drauf gesetzt, also so, und ich weiß noch, dass ich diese Haut vom Elefanten ganz anders erlebt habe, als ich das dachte, dass das sein würde, was so ein Dreijähriger über so Elefantenhaut wohl gedacht hat. Und die haben mich danach nicht mehr vom Elefanten runtergekriegt. Ich wollte da nicht mehr runter. Also so, das ist aber meine erste Erinnerung, also meine Elefanten. Also im Zirkus auf den Elefanten hat es, glaube ich, auch noch nicht jeder geschafft. Ist mir nie passiert. Mittlerweile bist du Geschäftsführer der Ad Alliance. Genau. Ist ja so ein bisschen was wie ein Zirkusdirektor. Also, wie fühlst du dich in deiner Rolle und Funktion? Ja, ich fühle mich super. Also was natürlich Ad Alliance und gerade RTL Deutschland, wenn wir nachher auch in den Screenings sehen, wir haben jetzt ja gerade Halbzeit, natürlich ist das bunt und wir sind Entertainment. Also wir sind natürlich auch nachrichtlich und ganz seriös, aber diese Vielfalt, die hat was, vielleicht eine Ähnlichkeit mit dem Zirkus, also Momente zu kreieren. Unser CEO sagt ja auch immer Must-See-Content. Und ich finde, da ist eine Entsprechung zum Zirkus, weil da gehst du ja auch rein, um zu staunen, um dich wirklich ja, von all diesen unterschiedlichen Sinnen berauschen zu lassen. Und das ist schon wahrscheinlich ähnlich. Und ich fühle mich in meinem Job, weil du das fragst, also damit sehr wohl. Also ich bin Medienjunkie, ich liebe das und deswegen bin ich genau da, wo ich sein möchte. Die Screenings sind dazu da, um Programm-Highlights zu präsentieren. Mit Stefan Raab und Regina Halmich habt ihr für Herbst schon ein großes Highlight im Programm. 14. September, genau. Was hast du uns noch mitgebracht? Also dann, wie viel Zeit haben wir? Also ich versuche es kurz und knapp zu machen. Also auf was wir uns jetzt erstmal freuen, wir sind der einzige private Sender, der auch tatsächlich EM-Spiele hat. Also da freuen wir uns sehr. Wir haben unser EM-Studio, also das heißt, das machen wir groß. Überhaupt Sport spielt eine große Rolle. Die NFL kommt wieder, Formel 1 in der Kooperation mit Sky, die Europe League wieder. Also das ist für lineares TV auch wichtig, dieser Live-Moment. Und weil das guckst du dir nicht zeitversetzt später an. Ne? Also das ist so ein richtiges noch lineares TV-Momentum. Dann haben wir in der Fiktion, die Sissi kommt mittlerweile schon in die Staffel 4. Der Pumuckl geht weiter. Hätte ja auch keiner erwartet, dass das so ein Erfolg werden würde. Also da freuen wir uns sehr drauf. Wir sind Dagobert, also ein neues fiktionales Format. Dann kommen wir natürlich mit unseren ganzen Guilty Pleasure, also Reality-Formaten um die Ecke. Also da kommt der Golden Bachelor. Also wir sind ja sehr demokratisch über alle Zielgruppen. Dating kann jeder und jetzt kommen eben die Golden Bachelors und wir freuen uns natürlich auch noch auf den Sommerdschungel. Und vielleicht noch so abschließend, Vox kommt mit Piano, das ist ein ganz schönes Format. Wir singen einen Schlager und ein ganz tolles Herzensprojekt von Tim Melzer, das ist die Herbstresidenz. Also wo es diesmal in der Perspektive darum geht, also so Menschen in einem Seniorenheim, also vielleicht wieder ein bisschen so in die Aktivierung zu bringen. Ich habe gestern, weil Tim auch hier ist, also hinter der Bühne mit ihm darüber gesprochen und da kriegst du so Gänsehaut, weil du auch siehst, mit welcher Leidenschaft er dabei ist, das ist großes Kino. Ich merke, du bist als Zirkusdirektor von deinen eigenen Nummern schon sehr begeistert und hast noch nicht alles gesagt. Wir sind hier aber auf einem Event für die Werbung treibende Industrie und für Mediaplaner. Da habt ihr ja auch Neuerungen als Vermarktungschef. Was kannst du da an Trends und Erneuerungen anbieten und vorschlagen? Also ich glaube, was vielleicht wirklich ein großes Thema ist, also ist die Kooperation, die wir jetzt mit ProSiebenSat.1 machen, Attack Made in Europe. Und dahinter steht im Grunde ja einen offenen, aber vor allem leistungsfähigen und auf Konvergenz, Videokonvergenz ausgerichtete Technologieplattform. Und wenn man so fragt, was soll das eigentlich? Ja, wo liegt der Vorteil drin? Genau, also erstmal geht es darum, lineares TV zu transformieren, weil uns ist allen klar, wir sprechen heute über lineares TV, Addressable TV, Connected TV, InStream. Alles bewegt sich, das sind unterschiedliche Logiken und das ist schon das Bedürfnis der Kunden, wir machen das einfacher. Und damit das einfacher wird, brauchst du erstmal eine Technologie. Und mit was wir anfangen, ist, dass wir auch sagen, Datafication of linearem TV.
Das bedeutet, dass du immer mehr programmatisch und also auch wirklich auch das Realsignal nutzen kannst und sagen kannst, welche Zielgruppe ist jetzt de facto wirklich da, um das dann eben auch programmatisch auszuliefern. Und wir haben das gerade schon in einem Panel von Jonas Hoffmann von Rewe gehört, der gesagt hat, er möchte das auch über alle Inventare haben. Und wenn das in gleichen Logiken, und das passiert ja beim programmatischen, bei ProSiebenSat.1 passiert und bei uns, dann ist das ein großer Kundenvorteil. Ne? Und insgesamt offener Standard, das heißt, wir sagen ja nicht Wallet Garden, das heißt, alle sind eingeladen, da mitzumachen. Und wir machen uns unabhängig von den amerikanischen Tech-Konzernen. Ja, ihr betont das ja, made in Europe. Made, ne? In Europe. Und wenn du sagst, alle sind eingeladen, heißt das alle in Deutschland oder? Europaweit. Also so, es gibt auch schon Gespräche, also so gemeinsam auch mit Airtel Adelines. Das ist ja unsere internationalen Vermarktungsgeschwister. So, mit denen gucken wir natürlich, dass das nicht nur ein deutsches Thema ist, weil das ist für uns, ich denke sowohl für ProSiebenSat.1 als auch für RTL Deutschland oder die RTL Group natürlich fantastisch, wenn sich das skaliert in Richtung Europa. Und da ist wahnsinnig viel, auch Tech-Investitionen, sehr viel Ressource, über 500 Menschen arbeiten an diesem Tech-Stack. Und das muss schon irgendwie auch funktionieren. Also am besten skaliert sich das. Als wirklich großes Highlight, beziehungsweise was für euch sehr von Bedeutung ist, ist Crossover Evolution. Genau. Das ist ein anderer Standard, den ihr da setzt. Wo liegen da die Vorteile? Was beinhaltet das? Also im Grunde ganz spannend, haben wir heute im Gespräch ja mit der Technologie angefangen. Also AdTech Made in Europe ist auch nichts anderes als die technologische Vorbereitung oder dass wir das, was in der Crossover Evolution drinsteckt, nämlich umsetzen können. Nämlich, dass wir vereinfachen. Also was ich auch gerade schon gesagt habe, nicht mehr in unterschiedlichen Videokategorien denken, sondern dass wir zum Schluss einfach nur sagen, Video, Big Screen. Und das zum Schluss aus Kundenperspektive, Planung, Buchung, Ausspielung, Monitoring, dass das aus einer Hand geschieht. Für dich geht es gleich an die Côte d'Azur zu den Cannes. Ihr habt dort am RTL Beach ein Big Screen ausgebaut. Welche Bedeutung hat der Big Screen für euch? Nee, der Big Screen ist deswegen so wichtig, ich würde mal sagen, weil er für die Kunden so wichtig ist. Und immer wieder, wenn wir in Wirkung denken, also wir sagen ja immer, wir im Grunde verkaufen wir keine Kontakte, sondern wir verkaufen Wirkung. Und du siehst in allen Studien immer wieder, dass offensichtlich diese Verbindung aus Long-Term-Content, also dass Menschen sich involvieren und der Big Screen, dass das eine sehr große Werbewirkung produziert. Deswegen hat er für uns eine große Bedeutung. Wir sind als Adelines durch und durch cross-medial. Also ich stehe hier natürlich für Bewegtbild, aber auch für Inpage, auch für Podcast, auch für Print. Und in Kampagnen sind Wirkungen unterschiedlich, aber verdurchschnittlich ist da eben eine sehr große Wirkung auf dem Big Screen. Wie vermarktet ihr den? Wir haben heute schon Produkte, wo du dieses spüren kannst, was ich gesagt habe, dass wir in Zukunft irgendwann einfach nur noch über Big Screen Video sprechen werden. Wir haben beispielsweise einen Big Screen Spot. Der besteht aus Addressable TV und Connected TV, 310 Millionen Kontakte monatlich. Also das zimmert heute schon rein, also für Kampagnenwirkung. Insofern ist ein Anfang und von dem geht es Schritt für Schritt weiter. Letzte Frage. Wer wird Fußball-Europameister? Also ich habe im Grunde ja eigentlich überhaupt keine Ahnung von Fußball. Und richtige Fußballfans, bei denen machst du dich ja auch total unbeliebt, wenn du immer so alle zwei Jahre aus deinem Nichtinteresse-Loch da rauskriegst und dann aber bei der EM und WM wahnsinnig mit anfeuerst, weil genau so einer bin ich. Also das ist also so. Insofern habe ich aber keine Ahnung von Fußball und bin deswegen maximal patriotisch und natürlich muss Deutschland Europameister werden.